Hallo, heute habe ich die Love Beauty Box für euch und ja, die Beleuchtung ist jetzt gigantisch schlecht. Nee, es geht noch schlechter, aber ich dachte mir, bevor ich gar nicht zum Drehen komme und hier im Haus habe ich nicht wirklich so eine Drehecke oder einen Ort, wo ich gut filmen kann. Tageslicht ist auch im Moment ein bisschen schwierig, deswegen habe ich gedacht, mache ich das jetzt einfach mal so. Ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen. Nach dem schlecht beleuchteten, unscharfen und ziemlich schwierigen Ton-Vlog, denke ich mal, ist das Video noch verkraftbar. Und ja, wir fangen einfach mal an. Diesmal sind 6 Produkte drin, wobei eins eine Probiergröße ist. Und ja, fangen wir mal an mit diesem Produkt hier. Das ist von La Vera, ein Pflegestift. Und ich habe hier im Moment, Sekunde, wir sind hier nämlich auf dem Bett, von La Vera hier diesen Pflege-Lippenbalsam Repair. Den gab es mal irgendwie DM-punktemäßig umsonst. Finde ich gar nicht mal schlecht, der Geruch ist, naja. Aber die Pflegeleistung ist gut, deswegen denke ich, wird auch der hier gut sein. Und das ist eben Beauty and Care mit einem Hauch von Farbe in der Farbvariante Nude. Ich denke, das ist was man eigentlich immer benutzen kann, gebrauchen kann, weil ich muss sagen, bei diesen Pflegestiften mit Farbe, die rötlich sind zum Beispiel, so oft ist mir das schon passiert, dass ich voll über die Lippen gemalt habe und dann ich so drum um den Mund hängen hatte, dass das aussah, als hätte ich Nudeln mit Tomatensauce gegessen und das halt gekonnt, wie ein Dreijähriger. Also deswegen ist die Farbvariante ganz gut, finde ich auch sehr, sehr schön. Hier ist Mandelmilch und Kakaobutter drin, beides Bio und der würde 2,49 kosten, ist natürlich eine Originalgröße. Und ja, finde ich ein sehr, sehr schönes Produkt. Haben wir eigentlich immer gebraucht. Man hat es im Moment zwar, habe ich nur eine Tasche, die ich hauptsächlich benutze, aber meistens hat Frau doch relativ viele Taschen und dann ist in jeder ein Pflegestift. Dafür finde ich das immer ganz praktisch, wenn die in der Box sind, dann muss ich die nicht kaufen. Ist die Kamera eigentlich noch scharf? Mhm. So. Dann ist hier eine Hydromaske drin. Bei der Jahreszeit, muss ich ganz ehrlich sagen, kann man das gebrauchen? Also falls irgendjemand jetzt mich fragt, warum ich kurze Haare habe, nicht weil ich wollte. Nur mal so nebenbei. Die meisten kennen mich ja mit super langen Haaren. Ja, Schwangerschaft hat ihre Tribut gefordert. Also schaut mal bei Instagram vorbei, da poste ich ab und zu mal auch dann sowas wie Haarsache. Und ich bin froh, wenn sie irgendwann nachgewachsen sind. Aber das ist ein anderes Thema, irgendwann mal dazu mehr. Zurück zu der Hydromaske. Ja, trockene Haut in dieser Jahreszeit ist eigentlich fast unumgänglich. Die Kälte und zusätzlich auch noch viel Heizungsluft. Ja, da ist sowas immer ganz gut. Die Lovis-Masken vertrage ich vor allen Dingen auch sehr, sehr gut. Und die Hydromaske habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, glaube ich. Ich weiß es nicht, aber ja, die kann auf jeden Fall nicht schaden, wenn ich mal dazu komme, eine Maske zu machen. Als junge Mama ist das manchmal ein bisschen schwierig, noch unterzubringen. Die kostet 1,25 und ist eben mit Heilerde. Die ganzen Lovis-Produkte sind mit Heilerde, mag ich auch sehr, sehr gerne. Dann ein sehr, sehr schönes Produkt von Love Me Green. Den hatte ich nämlich mir schon mal gekauft, den Organic Energizing Cleansing Foam. Finde ich ein sehr, sehr schönes Produkt. Allgemein die Love Me Green Produkte mag ich sehr gerne. Habe ich noch sehr, sehr alte Hauls auf meinem Kanal. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Findet ihr in der Infobox. Ja, ist super mild. Trocknet die Haut nicht zu krass aus oder sonst irgendwie. Ich habe eine sehr, sehr trockene Haut. Und kam mit dem Schätzchen sehr gut zurecht. Finde ich auch immer ganz praktisch für unter der Dusche. Also ich habe eigentlich den Foam immer in der Dusche stehen gehabt und dann unter der Dusche als erstes mein Gesicht damit gereinigt und sogar die Ohren und sowas in den Halsbereich. Und ja, finde ich sehr, sehr gut, riecht sehr angenehm und kommt halt mit diesem Schaumspender hier ein sehr, sehr schönes Teil. Ist auch nicht so günstig. Die würde nämlich, oder der Schaum würde 12,90 kosten und ja, finde ich ein sehr, sehr schönes Produkt. Love Me Green mag ich sehr, sehr gerne. Da habe ich im Moment den Toner im Gebrauch, der ist auch toll. Also den werde ich mir wahrscheinlich nachkaufen. Dann ist hier noch ein Pulpchen drin von Lovis. Diese regenerierende Gesichtsserum-Geschichte. Das ist das einzige Produkt von Lovis, bei dem ich bislang Probleme hatte. Muss aber dazu sagen, das war noch vor meiner Schwangerschaft und seit der Schwangerschaft hat sich meine Haut ziemlich verändert und ich vertrage Produkte, die ich vorher nicht vertragen habe. Spannend. Deswegen werde ich es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich habe vor kurzem nämlich die Hälfte von dem Fluid aussortiert, weil es halt schon so lange offen war und ich es eh nicht mehr benutzen
wollte. Und ja, dann haben wir hier noch von I&M eine Feuchtigkeitscreme-Probe drin. I&M oder I plus M macht ja auch ganz tolle Sachen. Ich glaube, die sind aus Berlin. Ja, Naturkosmetik Berlin. Da ist auch noch was drin. Achtung, da haben wir es. Hier. Und zwar ist das das Berlin Shower Gel. Ich glaube, ich hatte hiervon schon mal eine kleine Probe gehabt oder auch so eine kleine Pulle, aber ich glaube noch kleiner. Und fand die eigentlich ganz in Ordnung. Riecht halt sehr kräutermäßig. Mag ich ganz gerne. Und ja, die I&M, I plus M Produkte sind halt schon ziemlich gut. Auch die Gesichtscreme fand ich gut. Und das eine Serum, was ich mal hatte, war echt super. Aber war mir zu teuer, um es nachzukaufen. Da habe ich auch noch andere Sachen, die mir ganz gut gefallen. Und das würde 1,80 Euro kosten. Ist eine Sondergröße. Ist eigentlich auch ganz praktisch für unterwegs. Ist auf Zuckertensiden aufgebaut. Das heißt, es ist nicht so scharf für die Haut. Und ja, Argan und Olivenöl sind hier noch drin. Das heißt, das Produkt ist auch rückfettend, was bei neurodermitischer Haut wie meine eigentlich immer ein Segen ist. Normalerweise benutze ich keine Duschgele, sondern Creme, Duschzeug oder Öl, Duschzeug. Weil meine Haut das dann am besten rückfettet. Und dann haben wir noch, glaube ich, ein kosmetisches Produkt drin. Der Rest war jetzt nur Pflege. Was ich aber auch besser finde, weil so viel Beauty brauche ich gar nicht mehr. So dekoratives Zeug habe ich en masse. Ich muss aber noch aussortieren. Und zwar von Uga? Chocolate Mineral Foundation Powder with Amber. Okay. Also sieht ziemlich dunkel hier drin aus. Chocolate, the bitter sweetness left me speechless. I want more. Sehr süß. Also die Verpackung gefällt mir ganz gut, ist goldig gemacht. Mineralpuder und Foundation, Rouge und so weiter sind immer sau ergiebig. Und vor allen Dingen finde ich so Produkte gerade für den Sommer ideal, weil das so lightweight, also so ein ganz leichtes Gefühl nur auf der Haut ist. Und ich liebe das. Im Winter kann ich es leider gar nicht benutzen. Deswegen werde ich das wohl erst dann ausprobieren, wenn es wieder ein bisschen wärmer ist, weil meine Haut zu trocken ist für solche Produkte. Meistens. Manche sind ja auch Feuchtigkeitsspenden, aber bislang waren die meistens zu trocken für mich. Ich lese mal gerade, was das ist, weil es sieht sehr dunkel aus. Das ist aus Litauen. Puder in der Farbe Chocolate von Uga Uga. Ach, das ist ein Produkt zum Konturieren und Bronzen. Also es ist ein Bronzing Powder. Ich kann mal gucken, ob ich das rankriege hier. Ein bisschen. So sieht das aus. Und es ist etwas dunkler, wie man hier erkennen kann. Mal schauen. Ich mache das jetzt mal auf. Ich bin viel zu neugierig. Ich hoffe, das ist irgendwie mit einem Sifter. Yep. Da ist also auch hier so ein Schutzteil drauf, was man abziehen kann, bevor man es benutzt. Und die Farbe sieht auch nicht ganz so orange-stichig aus. Das ist 639 auch nochmal hier als Farbe. 8 Gramm sind drin, das ist relativ viel. Und es müsste sogar möglich sein. Also es sieht noch nicht zu dunkel und nicht zu warm aus bislang. Vielleicht kann ich damit konturieren. Ich weiß es nicht, muss ich mal ausprobieren. Aber es gefällt mir eigentlich ganz gut. Und vor allen Dingen Schokolade hört sich immer gut an. Ich benutze selten Bronzer, muss ich sagen. Ab und an konturiere ich. Da muss ich aber wirklich Bock drauf haben. Und ich habe nur einen Bronzer. Überhaupt kein normales Konturierungspuder. Ich werde es einfach mal ausprobieren. Aber es kann sein, dass es für mich ein Ticken zu dunkel ist oder ein Ticken zu warm. Das kommt meistens vor. Und dann würde ich es wahrscheinlich weitergeben, weiterverkaufen. Mal schauen. Und ja, aber ein schönes Produkt. Und den Preis habe ich noch gar nicht gesagt. 24,90 würde das nämlich kosten. Das, schon ein stolzer Preis. Ich denke, da werden einige ein Problem mit haben. Wie gesagt, die Farbe muss einfach beim Konturieren passen. Als Bronzer, denke ich mal, wird es den meisten stehen und funktionieren. Und ich frage mich, ob das nach Kakao riecht. Aber ich wollte es jetzt nicht aufmachen, dass hier alles rumfliegt. Ich muss eh runter. Der Kleine wird sicherlich bald wach. Und ja, insgesamt eine sehr, sehr schöne Box mit Produkten von Firmen, die ich sehr, sehr gern mag. Also gerade Luvos, Love Me Green, I plus M und Lavera ist so mein, zwar jetzt nicht die teuerste und beste Inhaltsstoff-Naturkosmetikmarke, aber eine von denen, die ich mir leisten kann, die ich gut finde, wo ich regelmäßig Produkte hole. Also alles Produkte, die ich so auch sicherlich mal ausprobiert habe, ausprobieren würde.
Und noch eben das kosmetische Produkt hier, was auch ganz spannend ist. Ich werde es ausprobieren. Und ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr die Box findet. Wäre die jetzt was für euch gewesen oder sagt ihr, nö, andere Boxen fand ich besser, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Wenn ihr die Produkte kennt, auch gerne Erfahrungsberichte in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gerne in einem anderen Video von mir wieder. Und ja, ich versuche in Zukunft das mit der Beleuchtung anders zu machen, mal an einem schönen Tag zu drehen, wenn der Kleine mich lässt und mich halbwegs zurecht machen lässt. Na, mal schauen. Und ich hoffe, ich habe kein Produkt vergessen. Und ja. Ich würde sagen, Carina, eine schöne Box. Hat mir gut gefallen. Hat mich gefreut, als die Box hier ankam. Und dann, ja, sehen wir uns gerne in einem anderen Video von mir wieder. Bis die Tage. Ciao.